Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tokyo Mirage Sessions Sharp FE. In diesem Part werden wir mal Maiko helfen. Die hat uns nämlich eine Nachricht geschickt und braucht anscheinend unsere professionelle Assistenz, denn es geht auch wieder um Kiria, dass sie sich in letzter Zeit etwas merkwürdig benimmt und fragt sich, woran es denn liegen könnte. So, und wir sollen uns, mal treffen mit ihr im Büro. Gucken mal, um was es genau geht. Oder auch eben nichts. Ah, das war wahrscheinlich in Zusammenhang mit Kirias Nebenmission. Okay, dann never mind. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen zu Barry und werden uns mal in der nächsten Lektion unterweisen. Interessant habe ich jetzt nicht erwartet. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt erwartet, dass wir jetzt mit Maiko ebenfalls wieder eine Nebenmission haben werden. Aber ja, wie sich herausgestellt hat, war die Nachricht in Verbindung zu Kiras Nebenmission. Also ja, müssen wir das nicht mehr machen. Haben wir im letzten Part gemacht. Dann gucken wir mal bei Barry vorbei, der bestimmt schon ganz gespannt auf uns wartet. Alles klar, wird mal wieder Zeit für eine harte Lektion hier. Sprechen wir mal ganz kurz. Ich weiß nicht, was alles auf uns hinzukommt. Vielleicht kommen die schicksalhaftesten Entscheidungen ever. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was da hier los ist. Ja, das Ende von der Intermission. Und ziehen uns mal rein, um was es jetzt beim dritten Kapitel geht. Oh, Thomas hat jetzt auch selber mal Trainingskleidung dabei. あと目力も意識しとくこと。あ、はい。それじゃ、少し休憩したらレッスンの続き行くわよ。次は服やアクセサリーの見せ方。え、オッケー。翼ちゃんは今回モデルの仕事もできてうまくステップアップした。だから今度は。そうですね、今回も今回の一件で何か感じるところがあったんじゃない？ああ、ね。業界のプロのこだわりを知りましたね。堀野沢さんも舞子さんも写真にかける熱意が半端じゃなかった。おや。そう。その熱意を感じ取れるなら、いつき君もプロとしての第一歩を踏み出せているわ。オッケー。プロでない人は写真の奥にある制作者の熱意までははっきりと理解できないものだから。いつき君、 Wir wissen immer noch nicht genau, was wir eigentlich machen wollen in dieser Branche. Alles klar, okay, nächste Runde. Weiter geht's. Aha, Strike Pose. Okay. Oh Gott, wir werden bald ein Model. Oh nein. So, Kapitel 3. Die nächste Generation. Das wird jetzt interessant, denke ich mal. Vielleicht haben wir wieder mit Yashiro zu tun. Der trägt jetzt auch mal ein anderes T-Shirt, der Kerl. Was ist da los? Und Mamori ist da. Woo! Onkel Barry? Hat er sein Handy-Ladegerät immer vergessen? Nein, das geht gar nicht. Und im Hintergrund voll das süße Poster mit Kiria. Gott, sieht er jetzt rein, wie knuffig das ist. Oh Gott, das ist schön. Thank you, Mamori. Nicht wahr? Voll süß, gell? Voll lieb. Mamori-chan, so ist es. Ah, die ist voll putzig, die Kleine. Oh Gott, voll süß. So. Und was machen wir jetzt in der Zwischenzeit?
Ach so, wieso? Aha, wieso macht er das, huh? Ach so, der ist aha, Gründungsmitglied, aha, von dem inoffiziellen Fanclub, so so. Ich glaube, ich verstehe Barry sehr gut. Okay. Ist das so? Na gut. Wir haben mal davon gehört, ja. Ja, das ist unsere Frage, die ist doch sehr jung, oder? Okay, ich weiß nicht, was das heißen soll, aber okay. Scheint also ja Potenzial, ne? Okay. Go, Barry, go! Hau rein, Großer! Verrückt. Barry, Mamori-chan no koto ni naru to sara ni yabai kanji ne. Ja, irgendwie. そうですね。有名ミュージシャンだった頃の面影ゼロ。昔はミラージュマスターでもあったのにね。あ、でも彼はかつて強力な敵と戦って、その力を使い果たしてしまった。あ、でも見えなくなったのよ、サイドフォンバリー。 Achso, ja, das ist eine gute. Das war für uns auch interessant, warum er eigentlich aufgehört hat, in der Band zu spielen, weil der scheint ja richtig gut war in seiner Zeit. Okay. Mhm. Genau, das ist jetzt eigentlich auch eine interessante Frage. Sie hat lediglich das Potenzial, okay, weil sie eine Menge Performer hat. Okay. Ja, wir werden auf sie aufpassen, ja. Schließlich hat sie kein Mirage, kann sie nicht beschützen. Wenn sie auch noch viel Performer hat, könnte der Feind es auf sie abgesehen haben. Wer weiß. So, ja, Tsubasa, Kito? Ah, okay. Ach, da wo sie gemodelt haben. Das scheint sich sehr gut zu verkaufen. Ja, gut, kann man so lassen, ne, oder? Oh. Was ist denn los? Mamori-chan?
したっていうのよ。Es sieht ein bisschen besorgt aus, oder was ist los? Oh, die wird mal live laufen. Aha. Utatama? Okay. Ach so. Ach, sie soll eine Ballade singen vielleicht, oder? Oh, das schaut sie nur gerne zu. Mamori ga daisuki na uta bangumi no nama hōsou ni gereru tte koto? Ah, die wird dabei sein. Ah, okay. Ah, oh, Barry hat seine Hand im Spiel. Sehr schön. Gut gemacht, alter Mann. Sehr gut. Ja. Interessant, was für Leute man so trifft, ne? Ja, dann viel Glück und so, ne? Puh, interessant. Ah, anscheinend geht's direkt gleich los. Und alle wollen sie zugucken. Ah, das ist ja süß. Mhm. それはそれとして、いつき君? はい。実はこの前の堀之沢信の事件で一つ分かったことがある。オッケー。信の性格が変わったのはダイバーテレビのポスター撮影の仕事を受けた前後らしいわ。 Ach halt, stopp. Genau da ist jetzt Mamori. Das ist aber nicht gut. ダイバーテレビ。私がオーディションを受けた場所ですね。 Oha, oha, jetzt. Ich glaube, das geht alles auf die zurück. Das ist gar nicht gut. Und Mamori ist jetzt ebenfalls da verwickelt. Ja. Uff. Weil Mamori jetzt gerade im Moment da drin ist und ich mir Sorgen mache um die Kleine. Okay. Ja, müssen wir einfach mal gucken und beobachten, was da alles so passiert. Mamori-chan-no-hōsō-made-mada-jikan-aru-shi-chotto-dete-kuru-wa-ne. Okay. Na dann, bis später. Tschüssi. Hm. Lässt uns aber nicht gerade mit einem guten Gefühl zurück. Ah, das schreibt uns gerade die Gute. Okay. Die hat jetzt mehr oder weniger Reis ausgenommen. Wird jetzt schwer arbeiten, wie sie erzählt hat. Aber ja, ist jetzt natürlich die Frage, ob alles glatt laufen wird. Und wenn sie nicht rechtzeitig wieder da ist, sollen wir es für sie aufnehmen. Und plötzlich taucht Yashiro auf? Okay. Was will der von uns? Hä? Tiki? Wieso Tiki? Was will der von Tiki? Ah, ja, Tiki ist Utaroid. Utaroid ist Tiki, nicht Tiki. Mirage ist Tiki. Was? Der weiß Bescheid? Wieso weiß der Bescheid? Tiki ist was für ein Könnte der Typ aufhören, uns zu beleidigen? Verdammte Axt! Taisetsuna Nakama, Mokteki Mokaranai, Ningenia, Awaseru, Akinia, Ikanai. Nakamaka.
くだらんな。チキを渡せ。俺の要求はそれだけだ。ね？その要求は飲めない。Machen wir nicht? そうか。ならば、これ以上の会話は無用だ。そこか。待て。Hey, du wartest gefälligst. Hey, jetzt geht er einfach da rein. Was soll das? Hey. Aber zum Glück sind unsere Mirages bei ihr. Die können sie wenigstens schützen, wenn irgendwas passiert, oder? 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 Warum weißt du davon Bescheid? Was soll das? Chiki. Doko ni iru? Dete kite kure. Chiki ni nani o suru ki da? Jama o suru na.俺にはお前たちの仲間ごっこに割く時間は。Was wird das jetzt? これ以上お前たちが俺の目的を阻むなら。Wow, wow, 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 der will jetzt gegen uns kämpfen? Hier? Wow, du Scheiße, was ist mit dem falsch? Ach, der ist auch ein Mirage-Meister. Ach du Scheiße! So, Satellite! Snowy Yatskanta! Dakero! Okay. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, wenn wir dann anfangen, weil der Schwertkämpfer ist, anscheinend. Fangen wir mal lieber mit etwas an, was nicht Schwertmagie ist. Oder Schwertangriff ist. Speer scheint mir da ein bisschen sinnvoller. Und ich benutze mal Hamstring. Also den Hintergrund. Dass ich damit seine Hitrate ein bisschen verringere. Auf jeden Fall Pestle Power, ne? Habt ihr jetzt euch schon fast gedacht, das ist jetzt die neue Fähigkeit, die Kiria bekommen hat wegen ihrer Nebenquest. Allerdings ist es jetzt die gute Frage, was macht man denn gegen den Feuer? Hm, probier mal Feuer, ja. Du Scheiße, was hat er jetzt vor? Wow! Der hat uns mit einem Schlag einfach weggehauen, was soll das? Ach du Kacke! Der Kerl hat doch was drauf! Was zum Teufel? Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Sind total outmatched gegen den. Aber das ist gar nicht gut, wenn der sich jetzt Tiki schnappt. Ach so, die kennen sich? どうして私を知ってるの?剣橋郎だ。わからないのか?5年前のあの時、お前は俺と会っている。ごめんなさい。私、何も覚えてないの。 やめるんだ、剣。チキが怖がってる。 お兄ちゃん! チキは本当に記憶を失っているんだな。ああ。 Was hatte sich bitte schön erhofft hier zu finden? そうか。ならば意味がない。意味がないって。
Das ist jetzt sehr merkwürdig. Vor allen Dingen ist er auch noch Mirage Master gewesen und hat auch uns auch zudem den Boden mit uns gewischt. Sein Vater war da ebenfalls involviert, okay. Von einem Problem zum nächsten. Was? Mamori befindet sich dort. Ja, klarer Fall, ne? Wir gehen dorthin. Uff, was ist jetzt los? Das eskalierte die Situation komplett. Wow, wow, wow. Halt, stopp, warte. Ist das Barry? Ich glaube, Barry ist jetzt von einem Mirage besessen. Ach du Scheiße, ich hätte niemals gedacht, dass das dem passieren könnte. Vielleicht sollten wir sie nicht ganz ignorieren, aber sollten sie im Hinterkopf halten. Ja. Hab ich auch gerade gedacht, das wird doch ganz bestimmt Barry sein und das. Ah, oh, verdammt, das ist auch. Barry-san, Master ja nee kara. Mirage ni teikou dekinakute, ayatsurarete iru no kamoshirenai na. Mazui koto ni natta. Mate yo. Toikoto wa Mamori mo. Ja, was ist mit Mamori eben? Das ist gar nicht gut. Mamori und Barry sind Sorge. Telebikyoku ni iko. Ah, so da na. Atashi mo iku wa. Ach, Ellie kommt mit? Ellie. Atashi mo Master nan da shi. Dōzen de sho? Nee. Oui, aber Master datta. Nani yo sore? Entschuldigung. Wie hat das was mit der Hollywood zu tun? Aber okay. Virion? Alter, warum sind so viele Charaktere aus Awakening involviert? Also sogar der Virion ist aus Awakening. Ach du Kacke, Mann. Ich bin gespannt. Alles klar. Ellie ist jetzt ebenfalls Teil des Teams. Wow. Alles klar. Und wir bekommen eine Menge Nachrichten. Erstmal kriegen wir eine Nachricht von Tiki. Dass etwas sich sehr, sehr schwer anfühlt, als ob irgendwas ganz Schlimmes passiert oder passieren wird. Okay, und anscheinend warnt sie uns, dorthin zu gehen, da irgendwas doch ganz, ganz Böses da vor sich geht.
Und Ellie ist jetzt ebenfalls mit von der Partie, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Puh. Ist überhaupt nicht gut. Okay, liebe Leute. Es ist zwar eine Menge passiert in diesem Part, aber ich würde mal an der Stelle einen Cut machen. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Tokyo Mirage. Werden dann mal kurz Ellies Fähigkeiten analysieren, gucken, was die denn so für Fähigkeiten als Mirage-Meisterin hat. Dann noch die Radiant Skills machen, der eine, der mir gerade angezeigt wurde. Und dann anschließend uns zu diesem Studio begeben, ne? Und gucken, was da vor sich geht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. She died.